Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unexplored. Bei dem Versuch, nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten zu sterben. Das hat ja schon gute Tradition, aber ich versuche das jetzt mal zu brechen. Obwohl meine Ressourcen sehr stark begrenzt sind. Naja, ich habe hier zwar jede Menge Zeug im Inventar, aber das meiste davon ist eher nicht so toll. Da hatte ich noch einen Dagger, genau. Dann rüste ich den Helm, brauche ich dann auch nicht als Schurke. Und sonst so. Healing haben wir hier noch einmal. Ein Amulett, ja, warum nicht? Das habe ich ja ganz übersehen. Passiert mir ja so selten, dass ich was übersehe. Und vor allen Dingen ist jetzt die Frage, wo es denn hier jetzt bitte schön weitergeht. Die Tür ist verriegelt, das finde ich ja ganz schön doof. Auf jeden Fall sieht das so auf der Minimap so aus, als ob da unten rechts noch was ist. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal außen rum und schauen einfach mal nach. Bisher sieht es ja mit den 5 Minuten super aus. Ach, hier ist ja auch noch eine Tür. Ach, hier ist ein Händler. Ja, oh, hier ist ein Händler. Supply. Hallo, ich würde gerne mit dir handeln, verhandeln, reden, was auch immer, aber du willst nicht. Nein, und ich kann auch irgendwie ihn nicht anklicken oder so. Super. Warum kann ich nicht? Ich probiere das jetzt nochmal. Ich gehe jetzt nochmal raus. Und gehe nochmal rein. So. Warum redest du nicht mit mir? Ach, was soll's. Das hilft uns jetzt auch nicht so wirklich, weil, ja, okay, ich habe 45 Gold, aber wirklich weit komme ich damit auch nicht. Halt. Hä? Ach nee, Moment. Jetzt ist die Tür offen. Ah. Manchmal verstehe ich dann doch etwas. Also hier muss es doch noch irgendwas geben, wie ich bitteschön... Ach, hier unten war noch eine Tür. Ja, okay, dann... Das erklärt so einiges. Muss auch immer gleich in jede Ecke laufen, sonst muss man nur ein bisschen ein Stück dran vorbeilaufen. Da denkt man gleich, man kommt da gar nicht dran vorbei. Potion, Schild brauche ich nicht, will ich nicht. Auf jeden Fall hat sich da jetzt eine Tür geöffnet. Das wird die wohl da oben rechts sein. Nehme ich mal ganz stark an. Ich sollte nicht unbedingt in Fallen laufen. Hallo. Mach die verdammte Tür auf. Bei dem Schalter? Nee. Ich könnte ja jetzt da überall das Feuer anmachen. Okay, da geht's nicht weiter. Aber dann spawnt da wieder irgendwie so ein komischer, ganz fieser Gegner und dann bin ich ganz schnell tot. Was? Minus 1. Na super. Moment. Das ist doch ein Dolch. With all types of swords. Fällt der Dolch denn auch unter Schwert? Das wäre nämlich jetzt ein bisschen doof. Aber auf der anderen Seite, ich habe natürlich hier noch einen Bogen. Genau. Moment, wie kann ich denn damit schießen? Okay, dafür brauche ich eine freie Hand. Verstehe. Auf jeden Fall kommt mal das hier weg, weil das ist doof. So. Moment, ich kann den Pfeil verschießen und er löst sich dann auf, oder wie? Ja. Das ist natürlich doof, dann sollte ich damit erstmal nicht so rumballern.
Gezwungenermaßen nehme ich jetzt doch erstmal den Bogen und die Pfeile, weil ich habe ja noch 20 Stück. Das sollte ja noch locker reichen für ein paar Gegner. Eine ganze Armee an Gegnern. Dann habe ich es auch ein bisschen einfacher. Die Tür ist verriegelt. Ach, jetzt sag mir nur noch... Ach, du bist... Wieso denn? Das ist doch nicht euer Ernst hier. Komm da nicht hin. Heißt das jetzt, ich muss da unten die Fackeln anzünden? Oder die... Was ist denn das? Das Licht da anmachen. So. Du warst für... Tür schließen. Aber ich habe doch auch keinen Schalter übersehen oder so. Ich habe sie doch alle umgelegt. Ich lege sie doch immer alle um. Vielleicht sollte ich das hier nicht zu laut sagen, sonst steht hier gleich die Polizei vor der Tür. Aber was soll's. So, was machst du? Tür offen, Tür offen. Ach, auch schon wieder ein Amulett mit Minus. Mit Malus. Oder Mali. Ich hatte die doch... Ich hatte die Schalter doch umgelegt, oder nicht? Was ist denn hier los? Tür geschlossen. Was haben wir hier? Lass Ration sein. Nein, blöde Schaufel natürlich. Die ich mal gar nicht brauche. Hallo? Wieso... Moment. Wie schießt du denn? So. Also, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie scheint er mir ein bisschen komisch zu schießen. Nee, Moment. Visier ihn da an, ja, dann... So, das war da auch der letzte Fall, so viel zum Thema, das reicht für ein paar Gegner. Halt, Pause, ich will hier erst gucken, was habe ich denn hier? Ich habe eine Axt. Ich nehme mal die Axt und den Dolch. Ja. Sollte machbar sein hier. Verdammt. Gerade noch mal was kassiert. Und hat da gleich einen ganzen Heiltrank für genommen. Mann. Da ist noch was, aber die Pfeile kann ich hier jetzt einsammeln. Mache ich das mal. Wo war denn noch irgendwie eine Tür? Sieht jetzt nicht danach aus. Und das war hier auch nur für, ja, die Tür zu schließen. Also theoretisch könnte noch was in der Mitte sein und es könnte da noch was sein. Ich bin gerade am Überlegen, wo bin ich denn genau noch mal weggekommen? Moment, du warst wieder für Tür, ne? Für die Tür, jawohl. Auf jeden Fall habe ich schon mal den 5-Minuten-Flug gebrochen, aber hey, naja. Das war ja auch ein bisschen irreführend. Hier geht's hoch. Also, da gibt es doch nichts mehr. Die Frage ist jetzt, muss ich dann wieder hoch und wieder woanders runtergehen? Weil ich habe ja alles abgegrast. Ja, da bleibt wohl nur diese Möglichkeit. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Was habe ich denn hier noch Tolles?
Lauter Schriftrollen und Potions und überhaupt. Die will ich aber alle nicht nehmen, weil ich habe nur noch eine Ration. Ein Orkzahn. Collect a couple and you can make a badass necklace of them. Aha, also brauche ich davon mehrere. Gut, dann brauche ich das auch nicht nochmal probieren, irgendwie damit was zu schmieden. Jetzt ist die Tür zu. Warum ist die Tür denn jetzt zu? Hier ist ein Schalter. Ah. Weiß nicht, aber es kommt mir so vor, als ob sich manchmal hier die Türen wieder von alleine schließen. Oder es entgeht mir was ganz Grundlegendes. Wo war das? Ach, da ist schon wieder so ein Spinnvieh. Hier war ich auch schon, ja. Das ist schön und so. Auf jeden Fall, euch lasse ich da mal stehen. Vielleicht schaffe ich es ja noch, das ganze Video nicht zu sterben. Könnte sogar funktionieren bei so wenig Gegnern. Moment, hier war das mit der Fackel, ne? Wo das so dunkel ist. Wo ich schon eine Fackel nehmen sollte. Nein. Ich habe schon wieder einen Ring gefunden. Der ist verflucht. Verdammt. Aber Moment, Remove Curse, haben wir Remove Curse hier irgendwo? Ich glaube nicht, da ich bisher kaum was von diesen Schriftrollen identifiziert habe. Eben, weil ich keine Ration mehr habe und keine Lebensenergie mehr. Deswegen fange ich damit jetzt auch nicht an. Auf jeden Fall möchte ich doch bitte hier, genau, ein bisschen mehr Licht in die Sache bringen. Können wir da ein bisschen durchgucken? Ja, können wir, aber es ist ziemlich dunkel. Und vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen beeilen, weil ich ja nicht weiß, wie lange letztendlich so eine Fackel brennt. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was da stand. Ach so, Tür geöffnet. Da ist noch eine Tür, aber ich schaue erstmal. Da will ich nicht lang. Gibt es ja auch irgendwo was mit wenig Gegnern? Ach nö, jetzt sag mir nicht, du hast da irgendwie den Dolch da hinten in die Ecke geschmissen. Das ist ja echt doof. Oh Gott, wie viel sind denn da? Ich nehme jetzt mal. Ich versuche jetzt mal. Haben wir hier einen Ring? Nein! Nein! Lass mich hier durch! Geht weg! Geht weg, verriegelt! Scheiße! Nein, ich will jetzt noch nicht sterben! Hier runter! Nein, nicht cancel! Verdammt! Verdammt! Jetzt! Hallo! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Das läuft jetzt nicht! Wow! Aber ich bin vergiftet und ich sterbe, verdammt. Moment, bin ich jetzt schon tot oder kann ich hier noch? Ah, nein. Eine Sekunde zu spät, eine Millisekunde zu spät. Leute, Leute, Leute. Ich denke da auch nie dran mit dem Pausieren und dann irgendwas nehmen. Aber ob mich da die Ration noch gerettet hätte, ist jetzt die Frage. Weiß es nicht. Und ich nehme jetzt mal wieder hier den Adventurer, den Abenteurer. Haben wir ein bisschen mal den Schurken gesehen, aber irgendwie werde ich damit einfach nicht warm. Vielleicht
wenn ich da kein Video aufnehmen würde und ich könnte mir damit mehr Zeit lassen und mehr rumschleichen und mehr abwarten, aber eigentlich ist das auch nicht mein Spielstil. Von daher, ich möchte dann hier noch so ein Lockpick haben und ja, das reicht doch. Das sieht doch okay aus. 14 Gold hatten wir da noch. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Gleich wieder 5 Lebenspunkte verloren. Es fängt schon wieder gut an. Bin mal gespannt. Anno 1260. Oder ist die 1260 für irgendwas ein Passwort? Könnte ja sein. In diesem Spiel traue ich alles zu. Autsch. Sage ich schon, diesem Spiel traue ich alles zu und dann laufe ich in so eine blöde Falle. Ration, ja. Und da geht die erste Ration hin. So sollte das aber nicht anfangen. Ist verschlossen. Wie kämpfe ich am besten gegen diese Typen? Ohne dass ich Schaden kriege. Da ist eine Schaufel. Ja, nehme ich mal mit. Warum nicht? Du bist auch verschlossen. Ich suche jetzt erstmal einen Schlüssel. Was ich hier sonst noch so finde. Bevor ich dann... Was? Ich hab dich doch... Ach, du hast ein Schild. Okay, ein bisschen aufpassen. Das war knapp. Aua! Ich darf mich von dem in keine Ecke drängen lassen, sonst sieht das gleich, ist das gleich wieder Essig. Und ich sollte auch nicht da in die Ecke gehen. Das war knapp. Dann nehme ich jetzt doch mal hier ein kleines Schild und Morgenstern hätten wir da noch. Moment. Stärke 13. Ja, das ist erstmal ein bisschen doof. Aber das wird schon. Vielleicht werde ich das Spiel ja auch irgendwann mal durchspielen. Ich habe auf jeden Fall nicht vor, mit dem Let's Play aufzuhören. Ja, ist nur eine Frage der Zeit. Also, wenn ihr noch so 10 Jahre übrig habt und euch das antun wollt bei mir, warum nicht? An mir soll es nicht scheitern. Tür geschlossen, mal wieder das Spielchen. So. Da ist mal wieder so eine blöde Schmiede, die ich nicht nutzen kann. Weil ich nichts habe zum Schmieden. Da ist auch schon wieder die Treppe. Es kommt mir so vor, als am Anfang, dass am Anfang die Sachen leichter zu finden sind. Genau, mit Schild geht das besser. Was heißt die Sachen, also die Treppen? Ich hätte ihn doch einfach mal treffen sollen, verdammt. Ration, ja, nehme ich mal eine Ration, da liegt ein Schlüssel. Das wollte ich nicht einsammeln. Das ist ein bisschen blöd, dass, ich weiß nicht, kann man das einstellen, dass der das nicht immer automatisch einsammelt, wenn er drüber läuft? Ah, und wenn ich hier schon mal so bin, probiere ich doch mal die Potion aus. Stärke, na das ist doch mal eine positive Überraschung. Amulett nehme ich auch. Verstehe immer noch nicht was. Nein. Ich krieg das hin mit den Tasten nicht auf die Reihe. You can wear one amulet around your neck. Ja, das ist klar. This amulet depicts an owl. It's an idol of Lady Sophie. Hat er, soll mir das irgendwas mit der Eule sagen? Weil ich hatte doch auch schon mal was mit einem Fuchs. Verändert das irgendwie meine Werte? Aber dann würde er doch eigentlich verstehen, oder nicht? Da oben war noch eine verriegelte Tür. Ich grase jetzt hier alles auf jeder Ebene ab. Und ich gehe mal ein bisschen vorsichtiger vor. Und ich werde jetzt auch in Zukunft mal öfter mal mit Schild rumlaufen. Weil ich dadurch dann einfach auch weniger Lebensenergie verliere. Würde doch gerne mal etwas Progress hier sehen. Mal etwas weiterkommen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Ebenen es hier gibt.
vielleicht auch besser, das nicht zu wissen, weil nachher irgendwie 30 Ebenen. Ich maximal war ich bisher auf Ebene 9. Panik und so. Nein. Ja, das scheint alles gewesen zu sein. Dann mal nichts wie runter. The Urzan Catacombs. Aber was wir hier finden, das finden wir erst im nächsten Video raus. Auf jeden Fall. Oh, verdammt. Der Ring, der hat schon wieder. Der ist. Der ist rot. Das ist ein böser Ring. Und ich will keinen bösen Ring. Böser Ring ist full. Öl, leere Flask. Ich baue hier nochmal kurz um. Aber im Prinzip wollte ich doch jetzt das Video beenden. Ich nehme noch eine Ration ganz schnell. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps für mich, wenn ihr das Spiel selbst schon mal gespielt habt oder selbst spielt? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Das war's von mir und bis bald.